Toni Marschall, der Deutsche ist tot. Schlagerstar Toni Marschall, 1938 bis 2023, ist tot. Der Sänger starb am Donnerstagabend, 16. Februar. Das hat eine Sprecherin seiner Familie laut übereinstimmenden Medienberichten mitgeteilt. Am 3. Februar feierte er noch seinen 85. Geburtstag. Marschall gehörte zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands. Toni Marschall wurde 1938 in Baden-Baden als Herbert Anton Blöd geboren. Seinen großen Durchbruch feierte der ausgebildete Opernsänger im Jahr 1971 mit dem Titel Schöne Maid. Weitere Hits wie Komm gib mir deine Hand, Auf der Straße nach Süden und Bora Bora folgten und machten ihn zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er rund 20 Millionen Tonträger und galt als Stimmungsmacher der Nation. Auch in Theaterproduktionen wie Die Zauberflöte brillierte der Sänger. Zuletzt machte ihm seine Gesundheit zu schaffen. Er litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, wie 2012 bekannt wurde. Zudem hatte der Sänger 2019 einen Schlaganfall und erkrankte schwer an Covid-19. Im Mai vergangenen Jahres musste er notoperiert werden. Trotz der Probleme veröffentlichte er 2021 noch sein Album Der letzte Traum. 2022 stand er zum letzten Mal auf der Bühne. Toni Marschall hinterlässt seine Frau Gabi und seine drei Kinder.